Ladies and Gentlemen, wir sind zurück mit einem Haus-Update. Wir haben ganz viele neue Sachen und das Verrückteste ist, wir werden gleich gemeinsam virtuell durch unser Haus fliegen. Wer hat letztens die Story gesehen, wo ich hier durchs Haus geflogen bin, weil ich das Video gesehen habe? Genau das werden wir euch gleich einmal zeigen nach dem Intro und oh, ich bin aufgeregt. Ich auch. Let's go. Es ist schon etwas länger her, als wir das letzte Hausupdate gemacht haben. Ich glaube, das war vor der Hochzeit, ne? Ja, aber weit vor der Hochzeit. Gefühlt ist es Ewigkeiten her. Gefühlt ist es tatsächlich Ewigkeiten her. Und wir waren natürlich nicht tatenlos in der Zeit. Und das Team, das Architektenteam und auch Tampa und alle, die an dem Projekt mitwirken, waren natürlich nicht tatenlos und haben Unglaubliches geleistet. Und da sind wir ziemlich happy drüber, denn ja, wir hatten viel mit Hochzeit zu tun und Hochzeitsreise und Familie, Freunde und überall irgendwie rumfliegen und ja, ist auch alles schön, gar keine Frage, aber so eine Hausbaugeschichte wurde uns gesagt immer, es ist super, super stressig und allem drum und dran. Bis jetzt ist die Planungsphase sehr entspannt. Ja, wir lassen uns auch einfach echt viel Zeit, weil wir haben gesagt, wir machen uns keinen Druck, wir haben keinen Stress und nichts. Weil so ist es für alle Beteiligten irgendwie einfach entspannter. Wir haben wirklich überhaupt gar keinen Druck. Wir sind so richtig tiefenentspannt, was das angeht. Ob wir jetzt, wann auch immer wir anfangen zu bauen und so weiter, aber da sprechen wir gleich dann nochmal drüber. Wir haben in den letzten 4 Monaten, was haben wir denn so gemacht? Also, beziehungsweise, was hat denn das Team so gemacht? Also der Fokus vor allen Dingen in den letzten Monaten, weil das Haus an sich steht ja im Grunde genommen, also in der Planung. Aber in den letzten Monaten ging es vor allen Dingen um alles, was sich außerhalb des Hauses befindet, also das komplette Landscaping, sprich ja, Garten, Bepflanzung, wollen wir draußen noch irgendwie eine Feuerstelle haben, wollen wir keine haben, soll es Sitzmöglichkeiten geben, soll es irgendwo eine ebene Grasfläche geben, wo man auch so ein bisschen rumlaufen kann. Wollen wir noch irgendwie einen Teich? Wollen wir was auch immer? Und da hatten wir den ein oder anderen... Nicht zu viel, wir fliegen gleich gemeinsam durchs Haus. Da hatten wir den ein oder anderen Call mit unserem, wie nennt man es auf Deutsch, Landschaftsbauer, glaube ich. Landschaftsgärtner. Gärtner, ja, irgendwie so. Man hat uns gesagt, von mehreren Stellen ist der Beste auf der ganzen Insel. Nee, sogar der Beste in ganz Indonesien, wurde gesagt. Oh, das weiß ich nicht. Unabhängig voneinander haben Leute gesagt, es ist der Beste in ganz Indonesien. Ja, es war auch echt sehr nette Gespräche. Und ja, wir haben ihm so grob gesagt, was wir uns vorstellen, beziehungsweise wir haben eigentlich eher gesagt, was wir nicht wollen. Und dann kam, ja, eine Präsentation. Es gab eine Präsentation und da switchen wir gleich einmal rein. Denkt dran, wir fliegen gleich gemeinsam durchs Haus. Ich muss das nochmal sagen. Ich feiere dieses Video. Ich hoffe, Elliot, wenn du das Video hier siehst und das editiert wird, dann musst du da richtig coole Musik hinterlegen und so. Also richtig so, vielleicht StarCraft so. Nee, nicht StarCraft, wie heißt das? Star Wars. So. Okay, weiter. So. Anyway, lass uns mal reinstarten in das Landscaping. Und zwar mal in die ins Screensharing reingehen, hier aufs iPad. Und ihr seht hier an dieser Stelle viel Wirres, so erstmal. Ihr kriegt das gleich auch ein bisschen visueller dargestellt. Aber ich will es einmal zeigen. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, also oben an der Straße, das ist hier oben die Straße. Und dann gibt es hier den Eingang. Ich stelle mir das so richtig so Beverly Hills Style vor. Also du hast so ein richtig geiles schwarzes Tor vorne, wo du halt, wenn du rein möchtest, kommst du nur mit Augenerkennung rein und mit Fingerprints und so. Okay. So richtig. Und dann geht das Tor auf und dann kommt ein Secret Service Mitarbeiter und muss ich erstmal Spaß beiseite. Nee, du kommst oben rein, ganz normal hier und hast also tatsächlich einen direkten Eingang in den Garten, wo du reinlaufen könntest.
An der Seite des Gebäudes übrigens gleich seht ihr noch ein 3D-Modell, das heißt, dann könnt ihr es ein bisschen besser euch vorstellen. Dann kommt man dementsprechend hier den Driveway runter und kommt hier in den Bereich Parking bzw. dann Hauseingangsbereich etc. Diese ganzen Sachen sind so ein bisschen langweilig, wenn man die anguckt, aber ihr seht, es kommt immer mehr dazu und so weiter. Uns war wichtig, um das Haus herum, diese Flächen, die also wirklich hier vorne und hier ums Haus sind, hier war uns wichtig, dass wir es aufgeräumt aussieht. Und zwar nicht ein Dschungel ist. Das heißt, alles, was unmittelbar am Haus herum ist, hat quasi wie so ein bisschen so ein paar Grasflächen, keine hohen direkten Bäume, sondern ein bisschen versetzter nach hinten quasi, sodass wir so eine gute 5 bis 10 Meter Fläche haben, wo es einfach eben ist. Ja? Wo man ein bisschen rausgucken kann, sodass man das Gefühl hat, dass man halt ein bisschen tiefer hat und ein bisschen, so ein bisschen Gartenstyle hat eben. Ne? So. Ich weiß gar nicht, macht Sinn. Wir haben uns dann verschiedenste Bäume angeguckt und was auch immer. Das will ich euch jetzt aber wirklich sparen ein bisschen. Eine Sache, die, das zeige ich euch hier. Eine Sache, die wir uns überlegt haben, wir wollen, Annika und ich würden ganz gerne einen Gemüsegarten und einen Fruchtgarten haben. Richtig? Richtig. So, und der ist hier aktuell noch nicht eingezeichnet. Den werden wir hier oben haben. Plus, es gibt so ein paar kleine, coole Gadgets und die zeige ich euch jetzt gleich einmal ganz gerne. Was ganz cool aussieht. Aber wollen wir mal die 3D-Ränder uns anschauen? Weil das sind alles hier Pflanzen, 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 mehr Pflanzen. Was wollen wir für Pflanzen? Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen und so weiter. Aber seid ihr ready für das 3D-Modell? Das ist schon echt cool. Also es ist wirklich rough so, aber es sieht echt cool aus. Muss ich sagen. Ready? Uff. Ihr erkennt hier so ein bisschen, was ich meine. Und zwar, man kommt diese Driveway runter, hat dann unten diesen Parking-Lot und kommt dann halt dementsprechend ins Haus rein. Das Ziel des Hauses ist, das ist ja ein Riesending. So, das Ding hat irgendwie 500 Quadratmeter Wohnfläche, ist ein Riesenklotz mitten im Berg drin. Aber wir wollen natürlich, dass das nicht aussieht, als ob du guckst da drauf und denkst dir, oh Gott, da ist einfach in den Berg einfach irgendeine Scheiße reingebaut. Sondern das soll mit dem Berg verschmelzen. Das ist das Ziel, ne? Und deswegen auch von den Farben her viele Erdtöne und ja, willst du es vielleicht einfach ein bisschen erklären? Achtung. Genau, wir haben uns grundsätzlich dann überlegt, dass es auch im Außenbereich dann nochmal so die ein oder andere Area geben soll, wo man sich entweder irgendwie ein bisschen zurückziehen kann, wo ich Yoga machen kann, wo man meditieren kann, wo man eventuell aber auch ein bisschen arbeiten kann. Und hier, das ist eine Area, die wird allerdings noch ein bisschen angepasst. So sieht die nicht aus. Genau, so wird es nicht aussehen, aber... Die Idee ist gut. Aber die Idee ist hier auf jeden Fall die, dass man hier quasi wie so eine Art Zanken-Sofa hat, aber im Außenbereich eben, und wir so eine kleine Feuerstelle aber in der Mitte haben, dass man um dieses Feuer herum sitzen kann, entweder mit Freunden oder eben auch alleine, um so ein bisschen zu entspannen und so weiter. Und das grenzt direkt an das Gästezimmer oben an. Nee, ja? Das ist Office Fit. Das ist unten. Ah ja, okay. Da habe ich mich vertan. Aber so, ihr wisst, was ich meine. Es gibt dieser Platz hier ist tatsächlich einer, den wir haben, wenn man aus dem Office mal irgendwie telefonieren will oder was auch immer, und dass wir dann dementsprechend rausgehen. Dann werden wir nämlich ganz zurückgehen, zeige ich euch. Und zwar, das ist der sogenannte Reflection Garden. So heißt das Ganze hier, so sieht man das so ein bisschen. Das heißt, dass hier unten, also das ist eine Ebene tiefer und darunter ist ja das Office. Und dann kommt man raus in diesen Reflection Garden. Und dieser Private Garden ist das, was du gerade meintest. Das heißt, das zweite Master Bedroom, wenn du es möchtest, auf der ersten Etage, hat also hier drüber, da oben, wo dieser nette Herr hier steht, ist quasi wie so ein Reflection Garden. Das heißt, das Zimmer hat nochmal so einen kleinen Outdoor-Bereich. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja, genau. Dann soll es eben wirklich vor dem Haus quasi
so eine Rasenfläche geben, wo man eben auch rumlaufen kann und so weiter. Das wird mit so Floating Steps verbunden sein zu der oberen Area. Richtig, richtig schön, diese Stufen, die so aussehen, als würden sie da schweben. Richtig, richtig cool. Vor allem abends mit so indirektem Licht darunter. Genau, indirektes Licht. Dann aber auch um diese Grasfläche herum nochmal so ein bisschen mit Blumen und Pflanzen eben bepflanzt. Wir haben natürlich super viele Coconut Trees, also Kokosnusspalmen. Auf die freue ich mich am allermeisten. Ihr seht hier, was ich übrigens meinte mit dem zwischen, also wirklich Dschungel quasi. Und also wo der Wald anfängt, wenn man es möchte, und unserem Haus, das meine ich mit dieser Fläche. Und das halt komplett ums Haus herum, sodass man halt wirklich ein bisschen das alles ein bisschen nach außen zieht und nicht direkt den Dschungel direkt am Haus dran hat. Ja. Boom. So, und hier sieht man es nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Hier sieht man auch sehr, 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 sehr gut auf der linken Seite vom Haus diese Stufen, die runterführen in den Garten. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise, keine Ahnung, Gäste einlädt und man macht eine Gartenparty so beispielsweise, dann können die Gäste direkt, die müssen gar nicht durchs Haus. Oder man kann da auch eben grundsätzlich einfach rumlaufen, das finde ich so schön. Und sorgt nochmal so für diese unterschiedlichen Ebenen, die man um das Haus herum halt einfach hat. Das ist super, super, super schön. Und ihr seht, wir haben jetzt hier tatsächlich erstmal einen kleinen Teich eingeplant. Ich bin mir da zwar noch nicht zu 100% sicher, ob wir das wirklich machen sollen. Sieht natürlich wunderschön aus und sorgt natürlich nochmal für so das gewisse Etwas. Aber ich bin mir noch nicht so zu 100% sicher, das müssen wir noch entscheiden. Aber grundsätzlich gefällt mir das einfach unfassbar gut, weil es ist irgendwie Dschungel und Lombok, aber es ist auch irgendwie aufgeräumter Dschungel, wenn man so sagen kann. Und das ist genau das, was wir wollten. Aus dem Schlafzimmer können wir dann auch direkt hier auf die ganzen Coconut Trees gucken und so. Die alle rund um, also um das gesamte, du siehst es hier oben schon, also diese zwei Bäume, die wird es da oben nicht geben. Aber hier, du siehst diese Coconut Trees, die ziehen sich ja quasi hier überall ums Haus herum. Und was das Ziel ist davon, ist wirklich, dass die das Ende quasi des Grundstücks so ein bisschen beleuchten, und die werden auch dementsprechend angestrahlt immer am Abend. Das heißt, du hast so eine richtig coole, schicke Abgrenzung in einem Dschungel, der kein Dschungel ist, sondern aufgeräumter Dschungel ist und irgendwie ganz schön ist. Genau. Hier nochmal einfach nur eine andere Perspektive in Bezug auf den Teich und so. Das war das Gleiche jetzt irgendwie. Ja, dann haben wir hier zum Schluss nochmal so ein bisschen einfach gebrainstormt, wie wir das mit dem Früchtegarten. Genau, Fruit Garden und Vegetable Garden machen, weil wir natürlich auch so ein bisschen aufpassen müssen in Bezug auf Affen, die es in Tampa Hills durchaus gibt. Und wenn wir die Früchte, die wir da züchten, irgendwie selber essen wollen, müssen wir irgendwie auf jeden Fall für eine Lösung sorgen, dass uns die nicht von den Affen geklaut werden. Aber da sind wir auch gerade dran. Aber ist das nicht verrückt, dass man du gehst halt nicht mehr in den Supermarkt, um deine Avocado zu holen. Auch wenn es jetzt nicht eine Frucht ist, sondern Gemüse ist. Avocado und Gemüse, ja. Aber hinzugehen oder eine Ananas oder hier Papaya, Orangen, Bananen, Mangos, Sternfrucht, das ist Drachenfrucht. Normalerweise, ich meine, das kriegst du ja in Deutschland nicht mal im Supermarkt. Meistens. So. Ja, also und dann gehst du einfach in den Garten und sagst, ach, heute Sternenfrucht. Ach, heute Hähnchen. Da freue ich mich tatsächlich irgendwie am allermeisten drauf. Da bin ich auch super gespannt, wie das wird. Und ach, einfach mega. Wirklich, je mehr das so alles zusammenkommt, desto nervöser bin ich, aber auf eine positive Art und Weise, weil ich mich einfach so sehr darauf freue. Und Hammer. Ja. So, wollen wir sie nicht rauslegen? So, alles klar. Das Team, das Architektenteam hat uns ein, wie sagt man denn dazu? Ein 3D-Flug, wie auch immer, keine Ahnung. 3D-Flug. Auf jeden Fall ein 3D-Ding gebaut, wo man aber halt durch Wände durchfliegt und so. Ja, ist natürlich sehr roh, ja, und es sehr. Ist natürlich wirklich super.
basic und natürlich stimmt da die Einrichtung nicht und das ist sehr, sehr offensichtlich, wenn man das Video sieht, aber das gibt trotzdem nochmal so eine Idee oder man bekommt dadurch eine Idee, wie das Ganze tatsächlich irgendwie dann so aussehen wird, wenn man in diesem Haus steht und das ist echt krass. Dementsprechend, enjoy people. Film ab. Singer. Oh, das wirklich, wenn ich dieses Video jedes Mal anschaue, denke ich mir so, läuft. Digga, läuft. Oh, das wird einfach. Als ich das Video gesehen habe. Das wird so toll. Oh. Allein, wenn ich mir überlege, dass ich mit diesem Ausblick einfach kochen werde, in dieser Küche stehe, frisch. Ich gehe in den Garten. Pflücke mir meine Banane, pflücke mir die Avocado oder mache ich Avocado gerade, du Toast, sagst jetzt, mache ich Smoothie. Ich pflücke mir meine Oats oder so. Nee. Dann gehe ich in die Küche, habe diesen kranken Ausblick auf den Pool und auf das Meer und so weiter. Und oh Gott. Man kann so richtig mit dem Handy. Naja, auf jeden Fall. Ich lieb's. Guck's einfach immer war das rein. Endlich nochmal auch für euch ein Update? Jetzt seid ihr definitiv auf dem neuesten Stand. Wir werden euch weiterhin logischerweise auf dem Laufenden halten, wenn es dann endlich soweit ist. Durch die Nacht, durch die Wand. Wenn es dann endlich soweit ist. Und wir finally anfangen mit dem Bau. Das wird nochmal richtig spannend. Wir nehmen euch definitiv mit, aber dafür hier unbedingt einmal abonnieren, die Glocke anstellen, damit du eben in Zukunft auch nichts mehr davon verpasst. Und falls du Fragen hast zum Haus oder zum Garten oder wenn du selber so einen Garten hast oder wenn du weißt, wie du die Affen in Deutschland weghältst von deinem Garten, sag uns Bescheid. Wir freuen uns auf jeden Tipp. Aber ich glaube, da hilft nur einzäunen und Co. und allem drum und dran. Aber immer her damit, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns drauf. Das war's, Villa Update. Und wir sehen uns im nächsten Video. Out!